denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Mache dich auf und werde dich diese Botschaft, diesen Satz Gottes hat vor über 500 Jahren Martin Luther gehört. Und er hat sich dann auf den Weg gemacht und hat geguckt, irgendwas muss sich hier verändern in der Kirche. Und dann ging eine große Bewegung durchs Land. Und deshalb feiern wir heute Reformationstag, mitten in der Woche ein kleiner Feiertag. Herzlich willkommen zum Reformationstagsgottesdienst unserer Church Night hier in der Johanneskirche. Ach, Amen. Besonders vorbei. Nämlich Martin Luther. Genau, Martin Luther kommt. Ha! Ja. Und der sitzt auf dem Kirchendach, genau da oben, über diesen Bildern sitzt er. Oh da, ja, oh mein Gott, da müsst ihr hinkommen. Und ich glaube, der Martin Luther erzählt Geschichten aus seinem Leben, für die Kleinen und für die Großen. Mal gucken, ja? Ich gehe da auch hin, ich gucke mir das mal an, mal sehen, was der sagt. Wir lassen noch einmal das Kinderbibelwochen-Gefühl aufkommen. Wir singen nochmal das Lied von der Kinderbibelwoche. Superstar. Und jetzt kommen alle Kinder mal nach vorne und singen es. Was hat gesungen?
Weil Jesus sagt ja, ihr seid das Licht der Welt. Also der will, dass diese Herzen brennen, dass wir brennen durch die Gegend laufen, dass wir leuchten in unserer Gegend. Wir brauchen jemanden, der uns dieses Licht anzündet, die Kerzen anzündet. Das kann man nicht selber machen. Und deshalb sind wir wirklich angewiesen und sollen uns ganz doll erinnern an diesen einen Satz, dass Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid es und wir sind es ganz wirklich. Und deswegen müssen wir immer wieder zurück zu diesem einen Licht, wo Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und dann zünden wir unser Licht an der Osterkerze an, da wo unser Glaube herkommt. Weil von Ostern kommt der Glaube. Jesus ist auferstanden, der hat neu angefangen, Jesus lebt. Da kommt unser Glaube her. Und das ist ganz wichtig. Und dass wir das nicht vergessen, nimmt heute jeder und jede, die Kleinen und die Großen, eine Kerze mit nach Hause. So eine kleine Kerze. Und ich glaube, wir haben genug für alle. Und die stellen uns zu Hause hin. Die muss nicht unbedingt immer brennen. Nur, dass man sie gut sieht. Auf dem Schreibtisch oder aufs Fensterbrett oder in den Blumentopf, nur, dass man sie sehen kann. Und dann ist das sozusagen ein Symbol und ein Zeichen dafür, dass wir immer wieder hier an der Jesuskerze, an der Osterkerze, unsere Kerze anzünden. Das ist ganz wichtig. Ja? Ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus. Und das ist unser Auftrag. Das wollen wir tun. Das ist auch ein Grund zum Feiern. Und deshalb feiern wir heute ein Fest und Reformationstag. Amen. Yeah.
Als Mönch noch sowas erleben muss, dass meine Frau mit so einem Kauz ankommt. Na, das ist ja was. Käthe, dann kannst du doch gar nicht deine ganze Haushälterschaft erledigen. Die ganzen Quartiere. Herr Luther, wann können denn die Kinder hochkommen? Ja, da muss er komm, schick sie hoch. Ich habe heute mit dem Thesenanschlag eine Menge für Furore gesorgt. Morgen, der Kurfürst wollte morgen groß Allerheiligen feiern. Und der Kurfürst, ihr lieben Freunde, das muss ich immer sagen, der ist ja mein großer Förderer und findet ja meine Thesen super. Aber der hat die größte Allerheiligen-Sammlung im deutschen Römischen Reich. Über 40.000 Stück. Und da sind wochenlang vor Allerheiligen seine Mitarbeiter beschäftigt in der Schlosskirche, in unserer Schlosskirche in Wittenberg, in den 1000 Regalmetern diese Reliquien auszustellen. Und da marschieren dann die Leute am Allerheiligentag drumherum und gucken sich das alles an und holen sich Ablass fürs Fegefeuer. Naja, und da habe ich natürlich ordentlich was dagegen gesagt. Und das war ein Aufruhr in der Stadt. Boah, Käthe, das ist ja Katharina von Boa. Die ist aus dem Kloster geflohen. Und dann habe ich sie geheiratet, weil sie keiner haben wollte. Wir haben uns ja lange gewöhnt. Aber an das Kampfung, die hatte Haare auf den Zähnen. Die wollte keiner haben von meinen Freunden. Und dann haben die gesagt, Das stimmt. Kann man in den Geschichtsbüchern nachlesen. In meinen Schriften nenne ich sie immer Herr Käthe. So, ihr Freunde.